Und damit herzlich willkommen zur neuen Saison mit dem MSV Duisburg. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass wir heute keine Breaking News Ausgabe für Sie haben, da dieses zeitmäßig einfach nicht umsetzbar war. Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis. Deswegen gebe ich an dieser Stelle ab an René, der hat nämlich Trainer Kurt Krolleck für einen Tag bei seiner Arbeit begleitet. Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit, falls man einen Tag mit Kurt Krolleck als Spaß betiteln kann. Herr Krolleck, das ist ja. Jo, immer ruhig mit den jungen Pferden hier. Wer bist du denn? Wir waren schon eine Stunde auf See. Wir haben doch gesagt, hier, Pressekonferenz. Was eine Stunde? Wir waren hier eine Stunde. Vom Kamerad, ja sicher, ja, weiß ich doch. Thorsten, genau. Bist du, ne? Nee, René. René, genau, René. Ja, pass auf immer. Eine Stunde? Besser als zwei, sag ich mal, ne? Weißt du, kennst ja. Pass auf. Ja, ihr begleitet mich hier heute. Das ist das Schmuckstück hier. Mein Zuhause. Wir werden Attacke machen diese Saison. Ne? Europa, alles. Wir sind hier gerade dran, hör mal. Taco alles zu renovieren. Ihr habt gesagt, ich werde hier richtig reinpumpen. Ja? Und dann wird das laufen. Wir werden ein, zwei neue Spieler verpflichten müssen. Wir werden den einen oder anderen abgeben. Ne? Das ist klar. Wir brauchen ein bisschen Fluss im Team, sag ich mal. Ne? Konkurrenzkampf ist wichtig. Aber ich bin spät dran. Ihr habt Pressekonferenz, weißt du, könnt ihr mitkommen, aber aufpassen. Mich nicht irritieren in meiner Arbeit, ne? Weil das sind wichtige Themen heute. Guckt ihr das an, ist schön hier, oder? Sag mal. Ist schon beeindruckend, ja. Mal hier. Ist schön hier, ne? Ja. Entschuldigung. Gut. Dann machen wir das noch. Dann gehen wir rein und ihr verhaltet euch ruhig. Ist wichtig. Tschüss. Ja, mach's ja. Ihr seid ja schneller als ich doch. So, ich muss mal eben hier zur Mannschaft und dann sucht euch schon mal einen Platz in der PK aus. Die ist voll, habe ich gehört. Bis gleich. Abi, das vermisst du, die ganzen Gesichter hier. Was ist? Schönen Urlaub gehabt? Ja, sicher, ich natürlich. Und jetzt wird hart mal hoch hier. Klaro Kiste, du. Ja, sicher. Wo ist denn die Sinalco hier? Na gut. Ich bin für ein Training mit, aber gleich, ne? Klar, für schlechte Zeiten. Oh, was geht ab hier? Wie gesagt, wenn Fragen sind, so viel Zeit habe ich nicht. Ne? Ihr wisst ja, normalerweise Training immer an der Westender Straße, aber wir haben morgen Spiel in Regensburg im Pokal, da wollen wir weiterkommen. Ich brauche die maximalen Bedingungen, ja, damit das Training heute ins Stadion verfrachtet. Ja? Ja, da ist jetzt auch mal, ne? Ich weiß, die Fans und so, aber das ist ein wichtiges Spiel. Wir wollen in der ersten Runde rausfliegen, sag mal. Ja, wie gesagt, neue Saison steht vor der Tür. Wir haben uns auf Biegen und Brechen international wieder qualifiziert, mehr oder weniger. Wir müssen noch in die Qualifikationsrunde rein, das werden wir gewuppt kriegen. Ich bin da absolut zuversichtlich, habe Vertrauen in meine Jungs. Ja, auch wieder eine Menge Entwicklung gegangen. Wir haben uns bereits von einem Spieler mehr oder weniger getrennt, möchte ich mal sagen. Der Spieler verlässt per Laie den Verein. Ja, der Silas, den kennt ihr mittlerweile alle, der 20-Jährige, der aussieht wie 30. Der hat eine gute Saison gespielt, aber leider weiß ich nicht, ob der an unseren beiden Stürmern vorbeikommt. Ja, und an Paul Mullen sowieso nicht. Auf Paul Mullen setze ich auch diese Saison. Er war letzte Saison unser bester Stürmer. Ja. Halleur wird ebenfalls den Verein nicht verlassen. Ich habe vollstes Vertrauen in die Brüder. Und das Ganze um Stierl in dem Mittelfeld, das wird ein gutes Ding werden. Wir haben uns hier und da ein bisschen geguckt, was wir ergänzen könnten. Ja. Auf unserer Agenda steht ein neuer Rechtsverteidiger. Ja. Aufgrund von Trimmel, der das Karriereende letzte Saison bekannt gegeben hat, ein überragender Rechtsverteidiger war für unsere Zebras. Aber ich sag mal so, wir sind auf einem guten Weg. Dass wir das gewuppt kriegen. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Also wenn wir jetzt hier noch Fragen haben, ich weiß, einen können die noch dran nehmen. Wie sieht's aus? Ja, da hinten. Gibt's noch was zum Mampfen oder was? Okay. Sebastian! Nach welchen Ideen spielst du den Fußball? Junge! Guck dir mal den Mann an! Hör auf! Was ist mit den Türhauer los? Verletzt oder was? Verletzt. Wie verletzt? Den kannst du ausleihen, hast du verstanden? Der geht nach Empoli. Verleih den eine Saison weg, wir holen einen neuen. Lukas, was ist da hinten? Defensivverhalten, Henning!
Wir brauchen einen neuen Verteidiger. Wir brauchen einen neuen Verteidiger. Guck ich mir doch nicht mehr an da. Mal ein bisschen Konkurrenzkampf da hinten rein, Mensch. Jungs. Ich hab die Papa auf hier. Wie sieht's aus mit Budget? Können wir noch einen neuen Verteidiger holen, oder? Schwierig. Mann, schwierig. Was ist mit den Leo Greimel von Schalke? Die brauchen ihn sowieso nicht. Die ist nicht mehr da. Wie ist nicht mehr da? Wo ist der denn? Bei den Zecken. Was will der denn bei den Zecken, sag mal? Ich fass es doch nicht. Wir spielen international, den holen wir da weg. Na? Thorsten, da machst du dich jetzt ran. Und wenn die den nicht verkaufen wollen, dann werden wir eine schöne Leihe machen. Machen wir eine Zwei-Jahres-Leihe. Setz eine Zwei-Jahres-Leihe an, zahlen in die 8 Millionen und mit einer schönen Kaufoption. Leo Greimel ist nächste Saison bei uns hier hinten drin in der Viererkette. Das schwöre ich euch. Henning, Ball annehmen, Junge! Paul, good game, Allen, great, Garcia, nee, top, with the goal, in the end, very nice, yeah, yo, have fun. Ja, Training beendet, ne, der Paul Allen, ey, geiler Typ, ehrlich, muss ich sagen. Ja, hey, Training beendet, jetzt wird der Rasen nochmal schön, 2 mm, weißt du, damit hier morgen schön die flachen Pässe durchzwiebeln, weißt du, und der Torwart auch mal daneben greift, ne, also der vorne Gegner, ne, nicht unser Müller, ganz klar. Aber das werden wir machen. Ich würde sagen, wir lassen den Mann jetzt hier arbeiten. Ich gehe mir jetzt auch umziehen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja? Schönes Stadion, ehrlich. Ich bin gerne hier. Ja? Und ich werde auch noch lange hier bleiben. Mindestens, bis wir die Schale hochhalten. Das schwöre ich euch. Die Schale, die hole ich hier hin. Boah, Jungs, ich habe Bock auf die neue Saison. Das wird geil. So, Rasen haben wir auch neu verlegen lassen. Komm mal mit, mal. Mal hier, schöner Rasen, du, schöner Rasen. Weißt du, wonach der riecht? Meisterschaft. Diese Saison werden wir so holen. Bin zuversichtlich. Und Euroleague, werden wir auch Gas geben. Euroleague keine Priorität. Ja? Wichtig ist, dass wir in Deutschland die Nummer 1 sind. Und dafür bin ich hier, Kurt Krolleck. Klar. Boah. Ja, komm, ihr bleibt mal draußen hier, du. Ich glaube, ich spinne. So. Nein, vorne lang. So, da bin ich wieder. Feierabend, wa? Würde ich sagen. War doch ein erfolgreicher Tag. Ich denke, wir sind gut gewappnet für die Saison. Ja, vielleicht werden wir den einen oder anderen noch verpflichten. Ich weiß ja nicht, vielleicht wird der ein oder andere auch noch den Verein verlassen. Wir lassen uns überraschen. Ich bin noch an einem dran. Von Manchester United, dem Bresser. Der letzte Saison hat der, glaube ich, 38 Spiele gemacht und 27 Tore. Das hört sich gar nicht so verkehrt an, ne? Und der Ten Hag hat sowieso keine Ahnung in Manchester United, das sehen wir ja. Vielleicht holen wir den hier hin nach Duisburg, aber wir schauen mal. Ne? Weil am Ende des Tages, hier, da wollen wir wieder hin. Ne? Ausverkauf der Bude, Stimmung wie in der Champions League. MSV Duisburg, da kommen wir hin. Krolleck wie immer hochambitioniert. Dass er es kann, hat er oft genug gezeigt. Und am Ende vom Tag ging auch noch ein weiterer Transfer durch. Benny Henrichs wechselt für 30 Millionen Euro von Frankfurt fest nach Duisburg und wird die rechte Seite beackern. Krolleck hat große Ziele. Was daraus wird, erfahren wir jetzt in der neuen Saison. Und damit wünschen wir Ihnen jetzt wie immer viel Spaß und ab dafür. Keine Breaking News, heute mal etwas anderes. Ich hoffe dennoch, ihr wart nicht enttäuscht. Ein Tag mit Kurt Krolleck. So läuft das da ab. Ne?
Ja, an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an den MSV Duisburg, ne, die mich kontaktiert hatten und dieses Projekt hier unterstützen wollten. War der erste Verein, der sich tatsächlich mehr oder weniger persönlich bei mir gemeldet hat, die Social Media Abteilung, und gefragt hat, hör mal, hast du nicht Bock? Wir geben dir hier da zur Verfügung, was du haben willst. Und dann machst du eine Breaking News hier direkt vor Ort bei uns. Ist absolut nicht selbstverständlich. Danke an René, an Tactics, der den Kameramann gespielt hat. Dass wir da jemanden hatten, der das Ganze so ein bisschen filmen konnte. Für Avatar 3 jetzt auch mal Tactics anschreiben. Ne? Für einen dritten Kameramann oder so. Hast du die Jacke beschenkt bekommen oder musst du die wieder... Die habe ich mir einfach nur ausgeliehen. Aber ich habe was anderes. Wartet mal kurz. Ein MSV Duisburg Trikot. Das habe ich, also ich darf damit machen, was ich will. Die haben gesagt, wenn du verlosen willst, verlos. Wenn du behalten willst, behalt. Ich werde das verlosen, aber unter der Prämisse, und seid da bitte auch so fair gegenüber den Duisburg-Fans im Chat, bitte nur die Duisburger. Weil ich möchte nicht, dass das Trikot jemand bekommt, der damit nichts anfangen will, so beziehungsweise als Beispiel, der ist Dortmund-Fan und macht einfach nur beim Gewinnspiel mit, weil er was haben will. Also da wäre mir wirklich, wirklich ein Bedürfnis, dass das auch ein Duisburg-Fan kriegt. Aber da schauen wir, wie wir das machen. Ja, ein Trikotsammler ist was anderes. Kosa, ich sage, wenn du wirklich dafür Verwendung hast, ne, seid so fair, weil dann trifft es den Richtigen. Ne? Aber wie gesagt, vielen, vielen Dank nochmal da, wir da die Möglichkeit gekriegt haben, um hier auch in der Karriere wieder ein bisschen was anderes als Teil drin zu haben, was in den anderen Karrieren jetzt nicht gab. Ne? Ich muss aber auch fairerweise sagen, in der Rot-Weiß-Essen-Karriere haben mich sehr, sehr viele Essener Fans angeschrieben für einen Stadionbesuch. Da wäre aber schwierig, ich filme nicht so gerne im Stadion. Das wäre ein bisschen schwierig gewesen. Ne? Aber jetzt so eine Sache wie da, sensationell. Und einige haben nach Outtakes gefragt. Ich muss euch wirklich sagen, es gibt keine Outtakes. Fragt René, ob es Outtakes gibt. Es waren alles One-Taker. Es gibt keine Outtakes. Ich bin da hingekommen und das Skript, wenn du es so nennen willst, ist da entstanden. Ja? In 15 Minuten, wir sind von Raum zu Raum gegangen und dann hat man eigentlich schon drin gehabt. René hat ein paar Sachen mit reingeworfen, die man machen könnte. Die Jungs haben ein, zwei Sachen reingehauen und der Rest kam noch von mir, ne? Haben dich dann als Stadionmitarbeiter zu... Ja, der Greenkeeper da. Der Greenkeeper, den hört ihr ja auch im Video. Der hat gerade den Rasen abgefahren. Aber ansonsten waren eher nur Handwerker da, weil da gerade alles so ein bisschen neu renoviert wird, ne? Alles ein bisschen frischer gemacht und so. So, also, ihr habt mitbekommen, Henrichs ist da. Greimel ist da, Thürauer verliehen, der war nämlich wieder verletzt. Und der Brester von Manchester United ist da. Weil die Statistik, die wollte ich mir nicht nehmen lassen. Ja, den haben wir geholt, halt per Laie, weil kaufen ist halt trotz des Prestige halt echt schwierig gewesen. Benny Henrichs haben wir gekauft. Für 32, somit haben wir die rechte Seite auch bekleidet, kann beide Seiten spielen, sehr, sehr gut. Greimel haben wir geholt, der ist tatsächlich bei Dortmund gewesen, also Bro. Und mir war es ein persönliches Bedürfnis, dass der kein Spiel für Dortmund machen wird. Das war mir persönlich ein Anliegen. Und somit habe ich den weggeliehen. 15 Millionen Leihgebühr, gib her. Für 15 Millionen, wir nehmen den, weil kaufen hätte ich den nicht können. Ne? Ja, und ansonsten, Traoré ist dafür hochgerückt aus unserer zweiten für Thürauer, damit wir da jemanden haben. Den haben wir letzte Saison in der zweiten spielen lassen, hat sich überragend entwickelt. Also auch hier, hat ja, meine ich, auch einen Stern dazu gekriegt. Da sind wir gut aufgestellt. Was war noch? Zweite Mannschaft haben wir noch ein bisschen was getan. Da haben wir jetzt den Shakur Omar geholt. Shakur Omar. Und ich glaube, der wird rasieren. Wir haben den von Ingolstadt geholt. 4 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen. Letzte Saison 23 Tore, 12 Vorlagen. Vielversprechender Bruder. Im Gegenzug verleihen wir den ja nach Ingolstadt. Dass die direkt die Stürmerposition wieder schließen mit einer Leihe von uns. Quasi so ein Tausch ist das.
Wir kaufen den, dafür verleihen wir den einen Spieler von uns. Und für uns ist das gut. So kriegt er die maximale Spielzeit unter Wettkampfbedingungen. Und wir haben eventuell einen bei uns oder der uns eine weitere Option gibt. Zweite Mannschaft sieht sehr, sehr gut aus. Also wenn Not am Mann ist, können wir hier wirklich den einen oder anderen spielen lassen. Auch perspektivisch gesehen. Auch die Bank hier, ne, da sind ein paar da. Denke ich, das funktioniert. Bäckle Prestige geht in der Regel nur hoch, wenn du Erfolg hast. Sei es DFB-Pokal, weit kommen oder halt Aufstieg. In der zweiten ist der Bruder von Bellingham, ja. Den haben wir ja letzte Saison verliehen. Das war eher so eine Basuli-Leihe. Der hat nur 3 Spiele gemacht. Und Marvel ist verkauft. Marvel ist verkauft. Das habe ich vergessen. Marvel ist verkauft, Chat. Der ist wieder verletzt gewesen. Da habe ich keinen Bock drauf. Den habe ich nach Gladbach gejagt. Der war wieder arschlange verletzt. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Verkauf für 19 Millionen. Ja, Gladbach 2 gerade sogar, weil er verletzt ist. 19 Millionen, tschüss. Nur verletzt. Ja, und ansonsten sieht das gut aus. Mit Hanekamp verlängern wir gerade, weil der Vertrag ausläuft. Und da müssen wir schauen, ob wir den noch verleihen. Oder ob wir den in der zweiten parken. In die Ära zur Leihe, aber... Ja, Leiser haben wir hier noch. Matriciani ist gerade formtief gewesen, beziehungsweise das geht jetzt schon wieder. Und alleine bei den Außenverteidigern haben wir jetzt 2 Stück, die rechts und links können. Das ist halt auch gut, rein für Flexibilität. IVs haben wir genug. Mittelfeld haben wir Kone noch in der zweiten. Das sollte auch passen. Und der Markt hat tatsächlich nicht viel hergegeben. Wollen wir mal in 1-0. Ja, hallo. Ja, gut. Gut. Ist doch gut. Ist doch scheiße. Wollen wir mal in 5-5. Gut. Sehr gut. Wie die Scheiße da jetzt. Ist ja schon ein beschissener Start. Let's go! Meine Fresse, Alter! Souverän. Souverän haben wir das gemacht. Ey, aber gute Noten hier. Noten waren gut. Dortmund raus! Ja! Dortmund raus, Dad! Hä? So muss sein! Und Helsing, jawohl! Gegen wen muss Bayern? Sandhausen, die fliegen auch. Boah, wie viele Erstligavereine sind denn hier raus? LOL! Dortmund, Bochum, Schalke, Stuttgart. Spendenwunsch, örtliche Zoo, 25.000. Mach den Bären mal richtig mit VIP-Lounge und so. Und den Erdmännchen. Das geht ja noch. So, hat der verlängert hier, der Hahnemann? Nein, immer noch nicht. Portsieger MSV, ja. Alle sind raus, nur wir sind drin. Ödegard nach AC ablösefrei. Ich würde sagen, kadertechnisch reicht das. Klar, wenn du jetzt eine Verletzungswelle kriegst, die kannst du halt nicht planen, ne? Carvalho ist mir, ich weiß nicht warum, aber der Transfer ist mir zu einfach irgendwie. Also ich hole den nur, weil der Chat den komplett haben will. Ich bin gar nicht überzeugt von dem. Also hätte ich privat gespielt, ich hätte den wahrscheinlich nicht geholt. Aber ich bind ja den Chat ein. Von daher. Dann holen wir den. Oh, gut. 2 Stück, immerhin, nehmen wir mit. Wenn nicht, kannst du ihn verkaufen. Ja, darauf habe ich ja keinen Bock. Ich habe ja keinen Bock, Spieler zu holen und die einfach nur nach einem halben Jahr wieder abzugeben. So, im Vorhinein schon wissen, was du da machst, weißt du? Das ist eigentlich echt lame. Und nur einen Spieler zu holen, weil der jetzt ablösefrei ist, aber man eigentlich noch gar nicht weiß, was machst du mit dem. Der ist mehr verletzt im Verein, wie das der Spiele gemacht hat, ne? Ach, warte mal, ich muss den Dings trainieren. Das ist Quatsch, was ich hier eingestellt habe. Ich nehme mal Dribbling raus. Links außen. Ich rieche bei ihm eine ähnliche Karriere wie beim Beauty Man. Mehr verletzt wie alles andere. Lacroix nach Dortmund. Haben die nochmal auf den Greimel-Abgang regelt. Torben Rhein nach Frankfurt und Guedes nach Bayern München.
Transfermarkt macht eigentlich immer am meisten Spaß, oder? Ja, wenn du das Prestige dafür hast. Ich dachte eigentlich, durch den Prestige-Boom, den wir gekriegt haben, haben wir viel Auswahl, aber die Auswahl hielt sich tatsächlich in Grenzen, rein was Verbesserung angeht. Wir brauchen jetzt noch eine erfolgreiche Saison. Und dann können wir Attacke machen. Traoré! Paul Mullen, zack! Was soll denn das? Paul Mullen, the one and only. Hey, schon mal gut. Easy runtergespielt, den Stiefel. Brewster 4. Traoré 2,5. Romero auch noch eine 4. Steitz 4. Und Wang nur eine 1. Dann nehmen wir den mit. Wer weiß, wo das Tor steht. Blau-Weiß Berlin. Müssen wir dem Spielerbild geben. Für den Preis nehme ich den mit. Wenn der ansatzweise die Scorer-Werte hält, kommt der schnell nach oben. Und da ist er direkt. Und Ansporn. Geil. Guter Transfer. Lupen 3. Machbar. Die Gruppe ist machbar, würde ich sagen. Als zweiter Safe. Hopfenheim, Hopfenheim. Dongen ist wieder da, aber noch nicht wirklich am Start. Lassen wir erstmal raus. Der hat gute Partie gemacht gerade. Neville, du ehrlich, also. Scouting-Büro ausbauen. Ja, ist ein guter Call. Da werden wir gleich dran gehen. Paul Mullen! Diese Saison wird er zeigen, dass er erste Liga kann. Note 4. Ist nicht schlimm. Hey, der ist gut, der Traoré. Der Dongen wird schwer haben. Zwei Spiele, zwei Hütten. Wobei, frische schwierig. Guter Einkauf. Da müssen wir auch schauen. Wagner läuft diese Saison aufs Leihe. Die anderen beiden werden nächste Saison. Wobei, da, glaube ich, ziehen wir auch, wenn nur Greimel. Den Brester glaube ich nicht. Livramento nach Barcelona, Frimpong nach Real, Isaac nach Chelsea, Walz nach Juve, Thuram nach Marseille. Schon mal gut, dass der von Gladbach weg ist. Bjergard nach Salzburg, Lacroix. Graf Erfahrungsstufe. Die zweite hat auch gewonnen. LOL! Was ist da denn für einer? Also Rechtsverteidiger, was irgendwie so ein bisschen unser Problem war die letzten Jahre. Jetzt gar nicht mehr, ne? Niklas Sommer macht wieder ein 24er am Wochenende, Chat. Wieder 9 Tage verletzt. Beauty Man ist immer nur verletzt. Ist er nur verletzt. Der macht 3 Spiele in der Saison. Rest macht der Tralafitti auf Hawaii. Der akzeptiert auch. Schon mal stabil. Dann haben wir den. Baumgartner verletzt. Guter Einkauf. Haben wir doch wieder top gemacht. Ja, sehr gut. Michel Brink war der Plan, Chat, dass ich den zurückhole. Aber dreimal dürft ihr raten, wo der spielt. Dreimal dürft ihr raten, wo der hingewechselt ist. Er meint, das dringend eine Pause benötigt. Ich bin müde, derzeit bringe ich... Ja, sicher. Mach Pause. Mach mal eine Pause. Ist entspannt. Gar kein Thema. Spielt Lukas May und Matriciani kommt drauf. Guck mal, wenn die Spieler zu mir kommen, dann kann ich auch was machen. Ohne dass die heulen. Jetzt ist der wieder nicht fit. Ja gut, dann kommt er raus. 2 Spiele gut gemacht. Hier kommt der Leveling jetzt erstmal rein. Und wir lassen den anfangen. So, Paul Mullen, mach mal ein. Perfekt. Nochmal gerade gebogen, den Lachs hier. Dongen, gute Note. Mai auch gut. Super. Müller 4,5. Jungs, jetzt reißt euch mal zusammen hier. Das gibt's doch nicht. Bringt Plattenhalleur da jetzt vorne rein. Einfach auf Verdacht hat ein hoher Ball, auf den sein Schädel fällt. Tut er nicht. Mann! Boah, der Linksverteidiger mit 2 Hütten. Mal fertig, Junge. Union tun wird es aber generell immer schwer, ne? Das ist mir jetzt auch schon aufgefallen. So, Scouting-Büro. Habe ich nicht vergessen. Zack. Komm, mach die weg da. Ich kenne die nicht, Mann! Paul Mullen, mach bitte ein Tor und keine rote Karte. Sehr gut. Wir können uns nicht noch eine rote erlauben.
So, für internationale Erfahrung. Den schieben wir mal rein. Power schieben wir mal rein. Keimel eine 2,5. Nehmen wir da die Note mit? Hey, aber Stade hat nur 1-0 gegen Chelsea verloren, ne? Muskelfaserriss. Kacke. Marcel, danke für den 6. Doris Kocke. Lahm-Trainer bei Stuttgart, ja. Und Bierhoff-Trainer in Freiburg. Boah, Leverkusen 13. Komm mal, noch das 3-0 vor der Halbzeit. Wichtig, Greimel. So, Oma, du machst Debüt jetzt. Dongle eine 2 ist auch hervorragend. Steitz kommt rein. Und dir tauscht mit dem. Komm. 4-0 Romero. Wir lassen laufen, weil wir eh nicht mehr wechseln können. Dem hier bei 4-1. Stabil. Sehr stabil. Bei Leverkusen kriegt er gar nichts. Ne? 15. ist Leverkusen. Und wir gehen auf Nummer 1. Schalke letzter. Sehr gut. Sportgericht bestätigt die. Bro, ey, das kann doch nicht mehr wahr sein. Was ist denn mit der zweiten Mannschaft los? Schon wieder verletzt. Kauf hier ein Krüppel. 23 Wochen. Guter Einkauf gewesen. Komm. Ja! Schön. Immerhin funktioniert das hier, ey. Changen das. Wieso hat der Steitz keine Frische? Das verstehe ich nicht. Shakur Oma! Nein, Mann! Und Tower hat sich gelegen. Und die auch 2,5. Einwechslung war eigentlich gut. Ui, Kone, du bist ja wieder auf Normalform. Hat ja nur eine Saison gedauert, ne? Was trainierst du denn da, Ausdauer? Torriecher. Torriecher und Fernschüsse. Was hat der denn für Twilight-Augen hier, ey? Aber Stierlinden nach. Bro, Verletzung. Ich bin gerade froh, dass das nur in der zweiten ist. Aber das ist ja mittlerweile nicht mehr normal hier. Eventuell leiser abgeben, weil wir den Graf in der zweiten haben. Weil wir brauchen halt auch Geld für Wagner, ne? Der ist für mich, finde ich, ein bisschen wichtiger. Weil der beide Seiten spielen kann hinten. Und ist halt auch erst 24. Skorf, Malen, wichtig. Und bitte keine rote, bitte keine rote. Ja! Nee, warte mal. Ich lass noch mal laufen und danach wechseln wir. Dongen, so. 4-0. Jetzt können wir ganz genüsslich hier. Shakur Omar für Erfahrung. Und leiser bringen wir.
Das kann doch nicht mehr wahr sein, oder? Er hat aber nur ein Wehwehchen gehabt, ne? Wenn er wieder fit ist. Gegen Hamburg muss ich jetzt einmal... Wobei, Mai ist ja genauso am Arsch. Lass doch mal Trecciani ran. Was für Hinrichs! Nach Skov, glaube ich, direkt Zollbacken. Der hat mittlerweile auch nicht so verkehrte Standards, glaube ich. Was ist das für ein Treterspiel? Und schon sind wir wieder da. Bresser, schön! Pfeif ab. Kein Unentschieden, gut. Und schon sind wir wieder Erster. Bayern hat verloren gegen Fürth. LOL. Schalke, Gladbach, Unentschieden. Schalke bleibt Letzter. Ich habe so ein bisschen Déjà-vu gerade. Patriciani, 27 Millionen, kannst du vergessen nochmal. Ich bild hier den Spieler aus und verkauf den dann für euch, wa? Könnt ihr vergessen. Hey, Spieler, dafür sind die zu platt. Hier ist ja auch wieder Dings, international, glaube ich, ne? Ja. Ist eh der halbe Kader weg. Erfahrungsstufe? Chaka Traoré? Du kannst einen Haken setzen, Sascha. Glaube ich. Du kannst da irgendwo einen Haken setzen, ab 68 Minuten anhalten. Scouting-Büro ist fertig. Schulung ging nicht. Stadion. Nein, nein, 79, 34 Millionen Markwert. Shakur Omar, Nationalspieler. So muss sein. Belli, was geht? Jetlag vorbei oder immer noch da? Komm, mach, das ist doch eine Scheiße mit der Scheiße hier. Leveling! Oh. Schön. Das sind die ekligen Spiele. Wenn du die gewinnst, dann hast du 3 Punkte. Weisheit des Tages. 3 Spiele akzeptiere ich nicht. Bedankt sie, Mannschaft der Woche. Hä? Matriciani, Junge. Hat dann doch was gebracht, dass ich im Training angeschrien habe. So, Lion, Janicek spielt 9 Spiele. Türauer spielt nicht, war ja verletzt. Gut. 8 Spiele, 3 Tore. 6 Spiele, 2 Tore. Und das war's. Das wird eine beschissene Woche werden, Jungs. Die wird anders kacke, glaube ich. Boah. Kondition ist Blödsinn. Warte mal, wir können mal Bürogebäude. 20 Mitarbeiter möglich. Bestätigt. Oh, die Chelsea. Was sind das denn für... Ich weiß nicht, was uns erwarten wird, aber das wird ekelhaft jetzt. 0-0 zur Halbzeit und in der Halbzeit auf Konter. Das wäre der Plan. Ja, der könnte aufgehen. Und jetzt Konter rein. Wie die Dortmunder. Wir machen es wie die Dortmunder. Es kommt ein frischer Mann für die Ballverteilung. Henning Note 1, hervorragend. Mehr machen wir nicht. Alter! Lass das den Lucky Punch gewesen sein. Wie die Dortmunder, Junge! Ich bin nur ein Trainer, ich weiß doch, wie es läuft.
Langer Ball auf Haller, der hält nur seinen Schädel hin, tschüss. Matriciani 1. 9 Punkte. Ey, Déjà-vu von letztes Jahr, ne? Letztes Jahr Euroleague-Gruppe ähnlich. Henrichs Erfahrungsstufe. Matriciani einfach der Goat, ne? Einfach the Goat. Ja gut, dann kommt er jetzt auch rein und Lukas May geht raus. So. Scoff Leveling und Romero Leveling. Dir ist wieder Dor. So. Und im Pokal gleich keine Scheiße machen. So, gegen Bayern versuchen wir es ähnlich. Halbzeit 0-0 und dann wird die Kontermaschine angeschlossen. Wenn es denn funktioniert. Das sieht gut aus. Und der Konterzug. Und jetzt machen wir den ähnlichen Move. Und ich bring noch den. Abfahrt. Hallo, halt den Schädel hin. Oder auch nicht. 0-0 ist aber gut. 0-0 ist richtig stabil. Jungs, Alter, wie sind wir durch die Woche gekommen? Spiel der Keeper wart. Note 1 gegen Note 2. Stark. Und kein Gegentor kassiert. Stimmt, kein Gegentor kassiert. Weder gegen Chelsea noch gegen Bayern. Aber jetzt gegen Hässlinger. Der Endgegner. Jetzt kommt die Endgegnerwoche mit Hässlinger und Schalke. Ja, wahrscheinlich 0 Punkte. Pokal aus und Niederlage gegen Schalke. Ich rieche es. Ich rieche es schon. Boah, Ginter ist auch von der Erfahrungsstufe. Boah, hier ist wieder komplett Chaos. Paul Malasse! Klappt ja gut, wie ihr die nicht unterschätzt. Klappt hervorragend. Müller eine 5, gut. Paul Malasse, der Pokal hält! Ja! Oh. So ein Abgekrampfe hier, Alter, im DFB-Pokal. Hamburg raus, Leipzig weiter, Leverkusen weiter, Bremen. Gegen Sandhausen, ich hab's gesagt. Sandhausen ist Weltmannschaft. Ich riech den DFB-Pokalsieg. Ich riech den DFB-Pokalsieg, Chat. Da ist ja nichts mehr drin. Da ist ja gar nichts mehr drin. Leipzig. Und gegen die spielen wir nicht. Die spielen jetzt gegen Wolfsburg. Und Wolfsburg kommt weiter. Wir kriegen Erzgebirge Aue. Augsburg. Auch entspannt. Leverkusen gegen Aue, aber Freiburg gegen Paul. Ja, ja, komm. Ist gut. Du darfst dich nicht nach hinten lehnen, der Ton geht flöten. Hier ist der weg. Ja, stimmt. Ist es die ganze Zeit schon so? Also ich kann mal diesen Dingsfilter rausnehmen. Wartet mal, ich weiß aber nicht, ob der Sound dann geil ist. Wo mache ich das denn hier? Filter. Ich kann den Filter rausnehmen. Jetzt hört ihr wahrscheinlich mehr Umgebungsgeräusche. Ist es besser oder ist der Sound jetzt beschissen? Wenn du lauter redest, so als wenn das Mikro wäre. Ja, aber jetzt nicht mehr normalerweise. Jetzt nochmal nicht. So, MSV Duisburg, Europa League. Zum ersten Mal. Mann, Celtic hätten wir doch schlagen können. Wir werden es nie kriegen, ne? Ich glaube, das wird eine Challenge sein, die werden wir nie schaffen. So, Greimel, gegen den Ex-Club, die dich nach Dortmund verkauft haben. Ist ja die größte Frechheit, die es gibt. So, Schalke-Verteidigung gegen Schalke. Benny ist auch wieder ready. 86 hat der Chat. Dünne, ne? Dünne. Aha, dünne. Und da ist er direkt. Das sind die geilsten Ergebnisse, Chat. 4-0 zur Halbzeit. Du kannst dich nach hinten lehnen. Kannst jetzt einfach nach den Noten her auswechseln. Es ist doch schön. So, jetzt kriegt der Tower hier noch ein bisschen Spielzeit. Der Leiser kriegt Spielzeit. Ganz entspannt. Ein Hallö nehmen wir die Note mit. Und ein Scoff nehmen wir. Ah, wobei. Bye, Unimond. Ein Traoré.
Wobei, wir lassen erstmal laufen, wenn hier was passiert. Man weiß es nicht. Toro Nariga bei Schalke? Ja, auch mal chillen hinten raus. Ist gut. Sidi Sané. Boah, auch 3,5. Zweiter. Ey, wir sind noch ohne Niederlage, Chat, ne? Wir haben noch keine Niederlage. Bis zur Winterpause ohne Niederlage, 20 Subs in der Liga. Boah, das wird aber... Wir haben noch Dortmund, Leipzig. Da kommen gleich noch ein paar Klöpse, ne? Wobei Leipzig auch Mittelfeld, ne? Ey, Leipzig ist Fünfter. Also wir müssen noch gegen Dortmund, Leipzig. Ja, versuchen wir wieder 0-0 zur Halbzeit und dann... Oder wir schießen die einfach so ab. Komm, mach Deckel drauf. Deckel drauf machen hier. Ja! Deckel drauf! Runde weiter und der Romero mit einer Note 1,5. 12 Punkte, Chat. Wir sind durch. Da passiert gar nichts mehr. 10-0. 4 Spiele gewonnen. 10-0. Tordifferenz. Und leiser Erfahrungsstufe. Und jetzt Leipzig. Komm. Haller muss vorne stehen bleiben, Jungs. Der braucht nur stehen bleiben. Die Flügel sollen kontern. Der bleibt vorne stehen, parkt und hält einfach nur die Birne hin. Ja, Benny Henrichs, du musst spielen. Du machst das. Boah, wobei. Mit der Form muss ich ihn eigentlich bringen, oder? Chat? Hat er sich verdient. Boah, der ist auch echt stark geworden, ey. Ja, Mann! Ich kann ja eh nicht mehr wechseln. Malle, der alte Zehner! Der macht nur Vorlage, aber dann ist gut. Und Chaka Traoré wieder. Sensation. Verstärkung, guter Griff. Ja, komm, aber die letzten Spiele waren nicht schlecht. Der hat aktuell noch einen schweren Stand, weil der ausgeliehen ist. Malen ist einfach ein Teamplayer. Der ist wichtig fürs Team. Ihr habt es letzte Saison. Wir haben den rausgenommen und auf einmal verlieren wir 6-0, 5-0, alles hintereinander. Und er macht das schon. Mietskaserne, Plakat. Was ist denn jetzt fertig hier überhaupt? Bürogebäude ist fertig. Können wir mal wegen Mitarbeiter glotzen jetzt? Ein Tag. Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiter. Marketingmanager, Pressesprecher, Fanbeauftragter, Rechtsanwalt. Ich glaube, ich nehme mal den Rechtsanwalt. Oder auch nicht. Aber Marketing, Rechtsanwalt wäre halt cool. Brauchen wir uns darum nicht Dings, sondern Fanbeauftragten. Wir holen mal einen Fanbeauftragten. Ja, das ist aber auch nicht viel, ne? Du hast ja wieder alles verpasst, ey. Kann ich nicht gegen Augsburg auf Konter stellen. Ginter eine 4-5, gut. Oh! Schön. Null Niederlagen immer noch. Oh yo, dem Jugendtrainer muss ich noch Dings. Dem Jugendtrainer muss ich noch Aufgaben einstellen. Boah, ohne Niederlage, Rückrunde wäre schon fett. Würde ich nehmen. Paul Mullen! Was sollen die gelben Karten da? Paul Mullen! So sieht's nämlich aus! Hallo, Doppelpack! Der nächste! Ein Gegentor aus 5 Spielen ist schlecht. Ist echt schlecht. LOL, Chelsea fliegt noch raus.
Die verkacken, ne? Wir werden mal aus Versehen verlieren. Nein! 13 Tage ist so unnötig. Du warst doch gut drauf. Shakur Omarchet ist der way to go. Mambo number 5. Ja, guck mal, und dann verletzt er sich, ey. Dortmund führt. Na gut. Dortmund wird noch mal die Kiste werden. Ich glaube, da werden wir die erste Niederlage kassieren. Paul Malle macht heute 2 Buden. Solbakken, ein gutes Spiel. Malle eine 5, auch gut. Was ist mit der Verteidigung los? Shakur Omar, du machst es jetzt. Traue dir zu. Mann! Wir wären Erster gewesen! Götze nach was? Das ist doch Schweden hier, oder nicht? Okay, let's go! Erste Halbzeit, irgendwie ein 0-0. Ihr kennt das Spielchen. Schmeiß den runter. Schmeiß die runter, da, die beiden. Bester! So. Und schon sind wir im Spiel. Wir ändern hier gar nichts. Das Einzige, was hier geändert wird, ist der totale Konter rein. Zack. 3 Milliarden! Gutes Spiel, Henning. Hast du dir angeguckt, ne? Jetzt du auch nochmal gegen die. Mach's dir weg. Ja! Brewster, ich nenne ihn Brewster, Junge. Brewster! Weil er der Beste ist. Lacroix, hm? Was ist denn los? 2-5. Weißt du selber nicht wie. Und jetzt, wir dürfen kein Spiel mehr verlieren jetzt. Chat. Jetzt sind eigentlich alles Gegner, wo du sagen würdest, wenn du da verlierst, dann bist du schlecht. Vincent, super letztes Spiel, ne? Lass dir nichts erzählen von den Haters. Wir verkacken gleich gegen irgendjemanden, gegen Fürth oder so. Ich sehe es kommen. Greimel ist von Dortmund ausgeliehen, ja. Aber der hat kein Spiel für Dortmund gemacht. Keins. Der Brewster ist ausgeliehen, nur für 2 Jahre. Von Manchester United. Unterschätzt ihn nicht, Stadion ist eine Festung. Boah, weiß ich nicht. Nein, nein, nein! Jetzt geht's wieder bergab. Mann! Immer wenn Paul Mullen rausgeht, klappt nichts mehr. Aber immerhin nicht verloren. Immerhin nicht verloren. Es sind einfach alle Stürmer verletzt. Wobei Haller müsste wiederkommen jetzt, glaube ich. Ich werde mir von dem keine Spieler mehr angucken, ne? Mazzi Carvalho, ich glaube aktuell noch nicht das Yellow vom Deck. Kein Risiko, Chat. Wenn wir verlieren, Pech. Aber wir verlieren nicht, weil wir die Besten sind. Im Schongang drüber. Und damit ist Chat. Na! Ja! Unentschieden, Chelsea raus. Flaschen, Alter. Pisst euch. Ja, gegen Gladbach. Haben wir gut auch Pause gehabt hier. Aber immerhin ist er wieder da. Dongen können wir anfangen lassen. Der Rest sieht gut aus. Hallo, danke schön. Stierlin ist wieder back in business. Einfach gut. Greimel war ein absoluter Banger da hinten drin. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? War genau die richtige Ergänzung für die Verteidigung. Wir haben immer gute Verteidiger auf dem Feld. Und Matriciani tat der Wechsel halt echt gut, ne?
Ist auch nochmal den nächsten Schritt gegangen. Gegen wen müssen wir denn jetzt noch? Wir müssen noch gegen Stuttgart und Bremen, Chat. Stuttgart und Bremen nicht verlieren. Stuttgart-Bremen nicht verlieren. Ja, Türauer ist vorbei, Jungs. Die Tür ist zu. Zwei Spiele hat er gemacht, dann hat er sie wahrscheinlich wieder verletzt, ne? So ein Trottel, Alter, ehrlich. Türauer ist weg vom Fenster. Schofield, danke für 11. Steven. In Bremen verletzt sich der Keeper, man geht 4-0 unter. Dinho. Dann wird im Tor der Halleur stehen und er wird mit einer Note 1 durchgehen. Shakur Omar, der Beste. Ja, ich wusste es vorher. Ich wusste es vorher. So ein Müll da immer, was der da vorschlägt. So, rein gegen Stuttgart. Let's go. Rainer. Heute werden wir Tabellenführer. Das weiß ich halt nicht, wie das andere Spiel ausgeht. Zwei Kämpfe. Ein paar Karten sammeln. Hallo! Noch ein. Komm, 2-0 voller. Jawohl, Dongen. Dongi, Dongi. Hallo und Dongen. Machen es alleine. Okay, das sind aber schöne Noten hier. Du, fein die Noten. Gut. Mudrik? What? Mudrik? Ich dachte, das wäre der Bruder oder die Schwester oder was weiß ich. Geimel, du bist der Beste. Benny, ebenfalls. Du bist auch der Beste. Zollbacken, I can't speak Norwegisch. But you are good. Ey, und Tower auch überragend, ne? Niklas Sommer fühlt sich etwas unterbezahlt. Ja, dann mach einen Submarathon. Nur verletzt bei uns hier. Dann mach mal einen Submarathon. Puh, let's go. Perfekt. Ja, zu Recht. Vollkommen zu Recht. Paul Mullen, jetzt hörst du mir zu. Ich brauche dich jetzt. Ich brauche jetzt eine ordentliche Vorstellung von dir. Ginter, bist du bekloppt oder was? Der kommt runter hier hinten. Es ist gerade egal, wen wir hier hinstellen, ne? Fällt euch das mal auf? Nicht gegen Bremen! Mann! Ach, komm schon! Bro, Verteidigung durch die Bank komplett beschissen, ey! Und die haben auch schon wieder verloren da oben! Bayern-Bonus ist das, nichts anderes. Das ist Bayern-Bonus. In dem Spiel sowie in Real Life. Zweimal verkacken wir. Einmal mit einem Unentschieden, einmal mit einer Niederlage. Wir wären vorbei gewesen, ne? Zweimal. Barkinson. Ey, Slibo, da war doch einer hier, oder? Barkinson. Ey, der Greimel-Chat. Guter, gute Laie. Dorren, gut. Benny, gut. Stierling, gut. Zollbacken, gut. Hallo, Amino Sieb. Ja, auch nur 6 Hütten. Schlecht. Auf- und Abwertung. Kolomoani. Oh. Oh. Patze, danke für 5 Verschenkte. Komm, mach keinen Scheiß jetzt hier. Plus 1. Plus 1. Plus 2 in der Winterpause? Was? Hä? Wen wollen die denn verarschen? Was für Minus? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ist Quatsch. Kompletter Quatsch ist das. 200 könnt ihr bezahlen. Und das werde ich auch ablehnen. Auslaufende Verträge. Backer, Kassa, Mause, Wiegel. Ach, der Bruder, ne? Den brauchen wir ja gar nicht mehr. Cavallo.